Hallo bei Wir sind's. Heute stelle ich euch Made In vor, eine inhabergeführte Agentur hier in Bockenheim in der großen Seestraße 26a. Zwei der drei Gründer sind heute da. Das heißt, Florian und Christian führen uns durch ihre Agentur. So. Hallo. Hi Andreas. Hallo Florian. Hallo. Hallo. Hallo Christian. So, da sind wir bei euch. Ja, komm mal rein. Bei Made in Bockenheim in Frankfurt. Cool. Ja, komm da einfach rein. Schön. Gehen wir mal durch. Jo. Genau, wir zeigen dir mal heute unser Büro. Aha. Hier oben sitzen wir, der Florian, der Lukas, der leider heute krank ist, und ich. Genau, und von hier oben leiten wir den Laden. Genau. Okay, den Laden. Was habt ihr denn für einen Laden? Ja, Designagentur Made In. Wir haben zwei Schwerpunkte, Branding und Interactive Design. Das heißt, wir machen Markenprozesse für unsere Kunden, als aber auch Webseiten, digitale Magazine und Apps. Okay, wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten. Also ihr kommt aus der Uni in Mainz, habt ihr euch kennengelernt. Genau. Hattet schon den einen oder anderen Job während des Studiums, glaube ich. Und dann hat jeder für euch so ein bisschen rumgewurschtelt, ein paar Jobs gemacht. Und danach habt ihr euch überlegt, okay, machen wir das doch zusammen. Genau, wir haben uns dann irgendwann die Hand drauf gegeben, so beim Fußballspiel Deutschland, Afrika, nee, nicht Afrika, Ghana war es, genau, ja, Afrika wäre ein bisschen viel, Hand drauf gegeben, dass wir das machen wollen, und haben nach dem Studium dann losgelegt, uns Räumlichkeiten gesucht, und jetzt sind wir seit knapp fünf Jahren hier und es gibt uns immer noch. Ja. Unser Schwerpunkt ist ein bisschen, dass ihr euch mit den Kunden versucht, so ein bisschen, also das machen alle natürlich, aber dass ihr versucht, so ein bisschen euch auseinanderzusetzen, zu schauen, was haben die für ein Problem, was ist der Bedarf, ja, und euch in viele Themen auch so ein bisschen einarbeiten wollt, oder? Ja, das Gute ist, wenn man selbstständig arbeitet, dann kann man sich ja ein bisschen aussuchen, welche Jobs man macht und für welche Kunden man arbeitet. Mhm. Und so suchen wir uns eigentlich sehr genau aus, für wen und mit wem wir arbeiten, und ja, versuchen dann einfach möglichst sich mit den Produkten oder Dienstleistungen von dem Kunde zu identifizieren und zusammen halt was Geiles zu machen. Okay. Ja, da ist eigentlich alles dabei, also von der Metzgerei in China zu einem Newsportal zu einer Schauspielerin. Eigentlich Frankfurt App für die FAZ oder Frankfurter Rundschau, ja. Die Frankfurter Rundschau, ja. Habt ihr auch eine App gemacht? Auch, ja. Okay. Ja. Wie kommt ihr zu dieser Metzgerei in China? Über 2-4 Umwege. Okay, interessant. Okay. Komm, wir gehen mal weiter. Und wir gehen mal weiter. Genau, hier sitzt noch der Rest vom Team, Daniel und Katrin. Winkt mal. Hallo. Hallo. Wir sind im Büro Gemeinschaft hier. Ja. Flo, warte, komm neben mich, sonst sieht man dich nicht. Oh ja, genau. Sorry, unser kleiner Küchenbereich hier. Okay. Küche und noch ein bisschen Konfi. Meetingraum wahrscheinlich. Genau, okay. Früher stand hier mal eine Tischtennisplatte, aber die ist dem Konfi zum Opfer gefallen. Und jetzt sagen wir nochmal kurz bei unseren Bürokollegen Hallo bei Chichu. Okay, die dürfen kurz winken, haben wir vorhin abgesprochen. Okay, schön, dann habt ihr uns ein bisschen rumgeführt. Ja. Was wir ja immer ganz gerne fragen, ist, was ihr besonders gut macht, was ihr besonders schlecht macht. Wer will auf was antworten? Ich sag besonders gut, ne? Du machst besonders schlecht. Also ich glaube, besonders gut ist, wir sind recht strukturiert, glaube ich. Wir können uns gut in unsere Kunden reinfuchsen. Und ich glaube, unser Kompetenzmix, den wir abdecken, ist ganz gut. Also dass Lukas eher so Markenschwerpunkt hat, ich Digitalschwerpunkt, okay, und Christian ist so an der Schnittstelle von beidem. Jetzt musst du beantworten, was ihr nicht so gut macht. Ja, was wir nicht so gut machen, ist, denke ich mal, man könnte sich noch ein bisschen mehr unter die Designszene mischen, aber... Bisschen mehr Netzwerken. Bisschen mehr Netzwerken. Gut, wir machen ja jetzt ein Video. Also genau, das ist schon mal ein guter Anfang. Genau, ich glaube, heute machen wir da einen ganz guten Start. Okay. Ja. Wenn jemand Lust hat, gerne auf ein Käffchen vorbeikommen. In Bockenheim hier. In Bockenheim. Bei Made In. Genau. Genau. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.